Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Ich sag auch schon von uns, weil ich bin auch dabei, Leute. Hey und herzlich willkommen. Hier ist Hella 2.0. Da seht ihr Hella 1.0 und hier ist Hella 2.0. Ich werde heute Hellas Stallalltag kommentieren. Sagst du das eigentlich? Hallo, auch das habe ich schon längst gesagt. Oh. Du hörst mir nicht richtig ja, zu. Ja, ich muss jetzt genauer zuhören. Obwohl ich hier gerade allein im Auto sitze, denn Tom wird heute das ganze Video kommentieren. Du hast es noch nicht gesagt. Siehst du, ich hab's noch gesagt. Ja, ich habe jetzt gesagt, du wirst es heute kommentieren. Ja, das sagst du danach. Woher soll ich denn wissen? Du sagst zu mir, ich höre nicht richtig zu. Ja, weil du mir nicht zugehört hast, bevor ich den ganzen Part gesagt habe. Ach so, weil ich unterbrochen habe. Ja. Ah, okay. Ich bin total gespannt, was er dazu sagen wird. Leute, ich bin auch richtig gespannt, denn ich werde jetzt mal sehen, warum Hella immer so viel Zeit im Stall braucht, wenn ich mal nicht dabei bin. Ich bin wirklich gespannt, was heute passiert. Denn ich werde heute meinen ganz normalen Stallalltag machen und euch einfach die ganze Zeit mit der Kamera mitnehmen. Und er wird das Ganze dann im Endeffekt kommentieren und dann vielleicht auch mal sehen, dass ich gar nicht so viel rumtrödel, wie er immer sagt. Siehst du? Du hast dir bestimmt einfach an dem Tag so richtig viel Mühe gegeben, ganz schnell zu sein. Ich finde es übrigens voll cool, hier den Controller zu haben und immer so und alles, dich unterbrechen zu können, wann was immer ich will. Was soll das? Richtig nice, diese Standbilder immer. Mega! Okay, weiter geht's. Wichtige Dinge sind, die ich tue. Heute geht's für Tassia und mich zum Springtraining. Sie wird gleich auch kommen. Da werden wir den Hänger dran kuppeln und dann sammeln wir nur noch die Pferde ein und dann geht's zum Springtraining. Ich nehme euch einfach den ganzen Tag mit der Kamera mit und ich bin gespannt, was Tom euch zu sagen hat. Nalin, was hast du jetzt vor? Dressurtraining. Auch schön. Ja. Das ist nämlich schon das erste Problem. Du läufst immer zu anderen Menschen und redest mit denen. Oder die kommen zu dir und reden mit dir. Ich musste auf Tassia warten. Ja. Das war der einzige Grund, warum ich noch zu Lynn gegangen bin. Das alleine zeigt schon, dass Hella diesmal extra früh dran war, weil sonst muss eigentlich immer Tassia auf Hella warten. Na du? Oh, wie süß ist. Und Tassia ist jetzt auch gekommen. Viel Spaß dir. Danke. Du musst auf Tassia warten, Tassia war schon da. Ja, sie war da und dann bin ich da hingegangen. Ah. Ja, so war das, wirklich. Schon 2 Minuten vertrödelt im Stall. Vielleicht 5. Mit der ersten Freundin habe ich mich schon wieder verquatscht, aber es war... Guck, das sagst du sogar selber. Mit der ersten Freundin habe ich... Okay, wenn wir jetzt so oft das Video hier anhalten, dann dauert das eine halbe Stunde. Wir müssen jetzt mal ein bisschen laufen lassen. Aber man sieht schon, Hella verquatscht sich. Nein. Nach nicht mal einer Minute. Ja, also unglaublich. War doch okay, weil es in der Zeit war, wo Tassia noch nicht gekommen ist. Aber jetzt müssen ich muss auf Tassia warten. Tassia, du musst filmen, während ich den Anhänger dran gucke. Nein. Mehr nach links. Nach rechts, meine ich, sorry. Da, so, ja. Obwohl, noch mehr hierher. Jetzt wieder ein Stück rechts. Weiter. Und stopp. Jetzt noch ein Stück nach da und vor. Es war besser. Das ist einfach unkommentiert. Das Einparken war mal wieder echt der Burner. Jetzt weiß ich, wieso die Anhängerkupplung letztes Mal kaputt war. Wie gerade. Warte, fahr noch mal vor. Stopp. Perfekt. Mal wieder höchst professionell eingeparkt, würde ich das nennen. Nein. Aber hat jetzt echt gut geklappt. Also, das sieht gut aus. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass es komplett einrastet. Ja. Das hört sich doch gut an. Wir hatten das nämlich auch schon einmal, dass es nicht komplett eingerastet ist. Und dann war hier wirklich das... Das war nicht komplett eingerastet, oder dann ist Hella ausgerastet. Jetzt kommt die Stelle, Leute, wo die Anhängerkupplung da gefühlt kaputt gegangen ist. Dilemma sehr groß. Das war halt so ein Fail. Und dann ist dieses Abreißseil, das hier, und dieses andere Kabel, das muss ich jetzt da noch reinmachen, das ist ja der Strom, ist einfach mal abgerissen. Das war sehr schön, weil das nicht richtig drauf war. Hieran sieht man das eigentlich auch ganz gut, dass das hier auf diesem blauen sein muss. Dann ist das richtig eingerastet. So, Stromstecker ist auch drin. Schön, dass mein Anhänger schon wieder so toll aussieht. Das sind Sachen von dir. Nein. Wem gehört das? Das ist dein Sattel. Wem gehört das? Oh, das sieht hier so schlimm aus, Tassia. Wir müssen das echt mal aufräumen eigentlich. Ja. Das ist peinlich, Hella. Das ist einfach nur peinlich, wie es da drin aussieht, Hella. Ja, es muss echt aufgeräumt werden. Gott sei Dank sieht es bei uns zu Hause nicht so aus. Ich würde halt ausrasten, wenn, also wirklich, wenn es so zu Hause aussehen würde, unglaublich. Es sieht genau so schlimm aus. Nein, nicht so schlimm, nicht so schlimm, Hella, nein. Unsere Unordnung zu Hause ist, die ist ordentlich. Wir haben eine ordentliche Unordnung und das ist eine unordentliche Unordnung. Das macht gar keinen Sinn, was du da gerade erzählst. Da ist ein großer Unterschied, Leute. Ja, irgendwann. Ich werde jetzt als allererstes
mal meine Putzsachen nehmen, denn Gollum und Barney werden wir einfach da dann später beim Springtraining putzen, also wenn wir die Pferde fertig machen, haben wir uns überlegt, weil Barney steht ja jetzt noch auf der Weide, Gollum ist jetzt schon reingeholt worden und deshalb putzen wir einfach dort, wenn wir da ankommen. Und ja, jetzt nehme ich hier schon mal die Stiefel und die Springtrense und das Vorderzeug und dann werde ich das alles einladen ins Auto. Hi Lucy! Na, hallo. Zweites Mal verquatschen. Lucy ist auch so eine Kandidatin, mit der Hella sich gerne mal verquatscht. Also ich weiß ja nicht, wie viel Zeit, das müsste man eigentlich jetzt mal die Stoppuhr dabei laufen lassen sollen und mal zeigen sollen, wie viel Zeit dabei auch wirklich vergeht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange du dich verquatscht hast, weil du das ja wahrscheinlich rausgeschnitten hast. Ich habe nur Hallo gesagt, das war ja, total kurz, genau, wirklich. Ja, genau, nur Hallo gesagt. Heißt bei denen eine Stunde quatschen. Oh mein Gott, was? Oh nein, Leute, wie schlimm ist das denn? Die haben hier irgendwie so richtig viele Schwalben bei uns im Stall und die fallen einfach immer hier aus den Nesten raus. Hier ist auf jeden Fall ein Nest. Das tut mir halt so leid. Setzt du das einfach wieder zurück? Ja, ich habe letztens da so eine Aufnahmestation angerufen. Da habe ich nämlich erst bei Dschungelcam angerufen, weil Konrad kennt sich ja mit Tieren aus. Im Ernst? Ja, im Ernst. Wie witzig ist das denn? Hast du nicht gerade gesagt, du hast noch Hallo gesagt? Ja, und dann war da dieser Babyvogel. Ach so. Da war dann dieser arme Babyvogel. Aber Lucy hat sich dann drum gekümmert. Okay. Aber ich habe noch eine Minute mit ihr geredet und dann bin ich auch weggegangen. Nur Hallo gesagt. Da meinten die so, ich soll bei einer Auffangstation anrufen. Und da meinten die, dass ich die halt einfach helle zurücksetzen kann, weil die Vögel nicht so einen guten Geruchssinn haben, dass sie es merken. Ich habe Angst, ihn zu zerbrechen irgendwie. Hast du ihn? Ja, ich habe ihn jetzt. Oh, nicht runterfallen jetzt bitte. Oh nein. Wir müssen uns leider beeilen, Lucy. Ja, beeil dich. Tassia holt jetzt noch meinen Helm. Ich werde jetzt Gollum holen. Marissa ist auch schon da. Hi! Sie filmt uns nämlich heute ein bisschen. Jetzt laufe ich ganz schnell mal zur Box, ziehe Gollum noch schnell seinen Schlafanzug aus. Das ist übrigens ja eigentlich eine Eczema-Decke. Und dann, ja, sind wir jetzt schon wieder im Stress. Da merkt man aber schon, du warst am Anfang beim Anhänger. Dann bist du in den Stall gelaufen, um irgendwas zu holen. Dann bist du wieder zum Anhänger da hinten in die Ecke gelaufen, anstatt dass ihr den Anhänger erstmal dahin fahrt. Oder stand der das da schon ging da? Nicht, weil Lucys Auto da stand. Wir mussten nach da laufen. Ja, aber das kostet dann auch schon wieder Zeit. Wenn ich musste die Sachen ja auch irgendwie in den Anhänger laden. Aber dann kann man ja auch Lucy fragen, ob sie ihr Auto wegfahren kann. Dann kann man nämlich die Wege kürzer halten. Das macht ja keinen Sinn. Dann hätte ich ja aussteigen müssen, um Lucy zu fragen, ob sie ihr Auto wegfährt. Es gibt heutzutage Telefone. Ja, komm. Kommen wir nicht so. Ist einfach so schön. Hi Gollum, ne? Die Gamaschen muss ich hier jetzt auch schnell abmachen. Ich komme nämlich auch noch mit. Er hat kein Gesicht mehr. So. Stopp. Sehr gut. Jetzt verladen wir ihn nur noch. Was mit Putzen? Das habe ich doch gerade eben erst gesagt, dass wir es vor Ort machen werden. Wo du meintest, bla bla bla. Ach so, da die Stelle. Da habe ich wirklich erzählt, dass wir vor Ort putzen werden. Das kann doch nicht wahr Stimmt, sein. Er hört einfach ja schon was, wieder nicht mit dir was, zu. Da war ja was, bla bla bla. Er ist jetzt reingegangen. Er braucht immer so einen kurzen Moment, aber dann geht er auch direkt rein. Und jetzt holen wir nur noch schnell Barnes. Er braucht immer so einen kurzen Moment. Da ist die nächste Stelle. Gollum braucht immer einen kurzen Moment, um auf den Anhänger zu gehen. Wenn man es einmal vernünftig trainieren würde, würde es direkt klappen. Hätte. Hallo, er läuft jetzt schon so gut in den Anhänger. Mittlerweile ja, aber damals hast du sehr viel Zeit dabei verloren, Gollum zu verladen. Tassia hat die Hälfte ihrer Sachen einfach schon im Anhänger gefühlt gelassen. Was musst du jetzt mitnehmen? Mein Helm, Siehst du, jetzt hat er nicht angehalten. Es war sehr zeitsparend, dass Tassia einfach ihre Sachen direkt im Anhänger gelassen hat, vom letzten Mal noch. Ich fühle mich auch gerade wie so ein Life-Coach, der Leuten erklärt, wie man im Leben Zeit sparen kann. Wenn ihr das auch buchen wollt, Leute, dann ruft mich an unter der 01234567891. Was erzählst du da? Und dann werde ich euer Life-Coach. Halfter, glaube ich. Halfter und eine Schabracke und mein Vorderzeug. Gamaschen. Und jetzt sprinten wir wieder zurück zum Anhänger und dann holen wir Barnes nämlich von der Weide ab. Da hat wieder jemand was vergessen, Leute. Ihr braucht so eine Checkliste, weißt du? Ihr braucht einfach eine Checkliste. Ja. Leute, schreibt euch eine Checkliste im Stall, dann vergesst ihr nichts. Müsst keine doppelten Wege laufen. Okay, weiter geht's. Okay, sie hat noch ihre Martingale-Gabel vergessen. Ganz wichtig. Ach so, ja, der Putzkoffer ist auch richtig wichtig, weil ich habe meinen schon vergessen. Wir vergessen halt auch immer so die Hälfte und dann müssen wir uns wieder irgendwelche Sachen da leihen. Den Putzkoffer nehme ich jetzt noch. Wie nah will ich mich bitte filmen? Es geht gerade nicht anders, weil ich unterm Arm diese Gamaschen hingeklemmt habe. Ich habe mich gerade selber geschlagen mit dem Maschinen.
Die Sattelkammer ist voll wie sonst was gestopft. Wir müssen hier jetzt mit rein. So, hier hängt noch was draußen. So. Und wieder einsteigen. Es geht weiter. Es ist jetzt halt auch schon 14.02 Uhr und um wie viel Uhr wollten wir losfahren? Um 14 Uhr. Um 14 Uhr. 2 Minuten später ist gar nicht so schlecht. Sonst ist immer eher... Wir mussten die Pferde noch einladen. Ach so. Stimmt, da fehlt ja noch was. Da fehlt ja noch was. Ja. Im Anhänger. Oh Mann. Barney ist halt so ein Guter. Er ist einfach hier schon direkt zum Tor gekommen. Perfekt, Barnes. Super. Wir sind jetzt angekommen. Wir mussten leider einen kleinen Umweg fahren, weil die Autobahn an einer Stelle gesperrt war. Es ist jetzt 7.40 Uhr. In 13 Minuten haben wir Unterricht. Aber wir werden es, denke ich, schaffen. Es ist einfach so heiß heute. Mal sehen. Auch derselbe Parcours wie vor 3 Jahren schon. Spaß. Super. Wir sind da. Die Tür haben wir schon mal aufgemacht. Wieso erzählt man, dass man die Tür schon mal aufgemacht hat, wenn die eh offen ist? Die Tür haben wir schon mal aufgemacht, die ist halt eh offen. Danke, dass du es nochmal erwähnst. Ich dachte jetzt, die Tür wäre zu. Danke, ja, danke. Schön. Das ist hier nämlich so heiß drin. Ach so, weil es da so heiß drin ist. Das war nur die Erklärung, verstehe. Deshalb laden wir jetzt direkt einfach mal schnell die Pferde ab. Boah, hier sind ja so viele Fliegen. Der Schweif von Gollum ist schon wieder komplett im Einsatz. Wird gleich erstmal eingesprungen. Wir haben gerade schon die Sprünge eben auf unsere Höhe gestellt. Die sind nämlich immer so hoch eingestellt und wir haben die natürlich erstmal runtergebaut. Jetzt muss ich Gollum noch schnell satteln und dann geht's los. So. Tassia, warum legst du deinen Sattel auf den Boden? Ja, ich bin weg, weil ich die Schabracke sonst nicht aufkriege. Das fragt man sich. Stopp! Nicht weggehen! Hä? Wo war das Putzen? Das haben wir gemacht. Ja. Wir haben die Pferde geputzt. Das ist, da steht, glaube ich, auch sogar noch das Putzzeug. Aber das habe ich jetzt aber das ist doch das gefilmt. Wichtigste. Weil zum Beispiel, als Lia uns besucht hat, sie hat ihr Pferd, keine Ahnung, in 5 Minuten geputzt, gesattelt und fertig gemacht. Und du brauchst halt immer eine halbe Stunde zum Putzen. Ich schwör's dir. Genau das hat jetzt natürlich gefehlt. Hella hat das Video nämlich geschnitten. Sie hat das safe einfach rausgeschnitten, weil sie sich so dachte, halbe Stunde putzen, gefilmt. Das schneide ich mal lieber raus. Nein, wir haben uns richtig beeilt. Ja, an dem wir Tag, hatten ja in 15 Minuten Unterricht. Genau, an dem Tag hat sie sich mal beeilt. Aber normalerweise, wenn sie jetzt keinen Termin hat oder so, dann... Danke, dass du so lieb über mich redest. Hä? Wir versuchen nur gerade zu analysieren, warum du immer so lange im Stall brauchst. Leute, schreibt in die Kommentare, wie lange braucht ihr pro Pferd im Stall? Also, wie lange, sagst du, ist dein Durchschnitt? 2 Stunden pro Pferd. Und wie lange redest du dann noch mit Leuten? 2 Stunden pro Person? Nein. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr so in die Kommentare schreibt. Oh, meine müde Maus. Das ist ja sauer auf mich, weil ich angeblich ihre Gerte genommen hätte. Das stimmt natürlich gar nicht. Okay. Aber fände ich dann... Nee. Die nimmst du. Ich nehme die. Das ist meine, weil du auch mit meinem Anhänger fahren darfst. Nimm ich die. Das ist jetzt richtig sauer auf mich, weil sie nicht die Gerte kriegt, die sie haben möchte. Es ist uns egal. Wir sind jetzt ready gemacht. Und dann können wir jetzt auch starten. Hey, die passt doch zu deiner Hose. Die ist doch super. Die passt zu deiner Hose. Yeah. Okay, sie ist nicht sehr glücklich darüber. Mir ist es egal, sonst nehme ich die. Ja. Ihr führt auch immer so unnötige Gespräche. Ohne Witz. Wieso? So. Ja, über so eine Gerte. Nimm einfach die scheiß Gerte und geh und spring. Aber eine halbe Stunde über eine Gerte zu reden, oh, die passt zu deiner Hose und keine Ahnung was, das interessiert doch keinen. Oh Mann, ey. Naja. Obwohl, ich kann die halt voll... Was ist das für ein Griff? Hä, die ist einfach normal. Es ist einfach eine normale Gerte und Tassia übertreibt direkt. Und dann immer diese Küsschen, wirklich. Den ganzen Tag geht das so, bei Gollum, die ganze Zeit. Und wenn man dann Teile dran ist, erst recht, ey. Das ist immer das Schlimmste. Geht's jetzt los? Ja, jetzt geht's los mit dem Springtraining. Ich glaube, ich kommentiere es einfach mal durch, ne, oder? Ja. Haben wir ja irgendwann schon mal gemacht, auf jeden Fall. Am Anfang ist natürlich immer Aufwärmen dran. Also, ja. Wie findest du, habe ich das gemacht? Den Ochsergarde? Gut, keine Ahnung. 1, 2, Sprung. Was?
immer sagen, ein, zwei Sprung. Ein, zwei Sprung. Ich bin der Trainer, weißt du? Nein, aber ich finde, ihr macht das sehr gut. Das war tatsächlich auch das letzte Training vor Gollums Verletzung. Da hat er nochmal richtig alles gegeben, hat Hella gesagt. Hella kam vom Training zurück und meinte, Gollum war so gut heute. Und ja, am nächsten Danke, Tag Danke, dass du mich mit dieser Tonlage nachmachst. So ja, ich Hella gar redet nicht. Immer so, wenn sie über Tiere redet. Naja, nein, aber er war wirklich richtig toll an dem Tag und hat das so gut gemacht. Schau mal, auch die Distanzen sind einfach super, das sieht wirklich gut aus. Und hier, ja, da werden wunderschöne, ach, Marissa hat ja, glaube ich, sogar fotografiert. Da waren sehr schöne Fotos dabei. Wow, über einen Regenbogen gesprungen. War ein bisschen dicht gerade, so, aber hier ging es jetzt nochmal. Wow, das war sehr, sehr weit, wie du es gesehen hast. Ja, manche Sprünge waren ein bisschen weit, aber er hat mich echt gerettet, muss ich sagen, an dem Tag. Der Trainer? Gollum. Achso, okay. Wie soll der Trainer mich retten? Ja, mit seinem 1-2. Das ist ja auch wichtig. Warst du es jetzt schon? Jetzt gleich haben wir es nochmal ein bisschen höher gemacht. Weil du ihn jetzt schon klopfst. Ja, wir waren... Nee, nicht klopfen, streicheln, Leute, ja, genau. nicht klopfen. Jetzt geht es nochmal ein bisschen flotter los. Fertig. Ein bisschen höher jetzt, oder was? Mhm. Oha. Aber das ist jetzt ein ganzer Parcours? Ich meine schon. Okay. Also jetzt haben wir, glaube ich, den Parcours einfach nochmal eine Nummer höher gemacht. Aber das hat er echt... Oh mein Gott, das war viel zu weit und dann bin ich da nämlich rausgeritten. Also weil ich dachte, dein ich schaffe das nicht mehr. Und mein Trainer hat mich richtig angeschrien und meinte, kämpf doch mal, mach doch mal weiter. Und ich war so, ja gut, ich versuche es jetzt. Und dann habe ich es jetzt nochmal versucht. Und schau mal, das war schon richtig hoch. Oh, ne? Stange. Ja, also okay, eine Abzüge. Stange ist das gefallen. Gibt Abzüge aber über den Regenbogen bin ich wieder richtig gut gekommen. Ja, mit Regenbögen hast du es irgendwie. Jetzt geht's hier weiter. Ja, jetzt kommt der nächste Sprung. Eins, zwei... Schau mal, wie schön. Wow. Beautiful, Hella. Beautiful. Nein, du hast es schon wirklich drauf. Eins, zwei. Hey, Gollum hat das echt so gut gemacht. Und da haben wir es, glaube ich, nochmal gemacht. Ja. Ohne, dass die Stange gefallen ist. Aber da war ich ein bisschen zu wild. Aber dann ging es wieder. Und jetzt kam noch das allerletzte Mal, glaube ich, die Kombination. Die haben wir dann nochmal ein bisschen höher gemacht. Und das war dann schon richtig krass. Oh, da hat er gar angehalten. Ups. Da hast du dir gerade gedacht, das hat er richtig gut gemacht. Ja, ich dachte es nämlich gerade und er ist einfach angehalten. Er hat richtig gut angehalten. Ich bin jetzt fertig mit Gollum. Es war so toll. Heute war der echt richtig gut drauf. Einmal ist er leider stehen geblieben vor dem Hohen, aber das war eindeutig meine Schuld, weil ich einfach irgendwie ihn zurücknehmen wollte und er dachte dann, oh, das ist jetzt zu viel zurück und dann ist er angehalten. Aber ansonsten hat er es mega gut gemacht. Da bin ich richtig happy auf ihn. Okay, Gollum, wo willst du hin? Und jetzt hat er halt richtig doll geschwitzt, weil es einfach so mega warm ist. Und da habe ich jetzt irgendwie nachgefragt, ob ich den hier irgendwie abspritzen kann oder so. Danke, Marissa, für die tollen Bilder. Schön. Jetzt war echt richtig, richtig gut mit ihm heute. Gollum bekommt jetzt erstmal ein paar Gollum-Goodies. Die sind ganz wichtig. Schau mal. Habe ich nicht auch irgendwie so Tom-Goodies? Ja. Irgendwie sowas habe ich auch. Ja, TT Tom. TT Tom. TTT. Turnier Trottel Tom. Ja. Leckerlis Goodies. Ja. Oh, er ist so süß. So, und jetzt muss ich mir noch einen Kuss geben. Wieso? Wieso? Wieso muss er dich immer küssen? Er will das. Mhm. Hallo. Er macht das nur wegen dem Essen, Hella, das weißt du schon, ne? Nein. Er möchte das einfach. So drücke ich meine Liebe zu meinen Pferdchen aus. Aha, ist klar. Er will mich halt nicht küssen. Guck, da sagst du selber, er will dich nicht küssen. Okay, Leute, ich weiß gar nicht mehr, was ich an dem Tag gesagt habe. Ja. Weil das jetzt schon irgendwie so lange her ist und wir das jetzt erst kommentieren, deshalb weiß ich gar nicht mehr, was ich gemacht Hella, habe. Ganz vorsichtig, einfach gar nichts mehr sagen vielleicht jetzt, weißt du, dann kannst du auch nichts Falsches sagen. Besser ist. Ja. Leute, nur die Leckerlis. Gut, super. Und gib Barney auch noch eins. Ja, Barney kriegt auch noch eins. Guck, wie süß er ist. Was? Noch nie einen Menschen erlebt, der so diesen Schlauch da rausholt. Wie machst du es denn sonst? Ja, schau dir das an. Ganz komisch, wie das jetzt so gemacht hat. Den Schlauch darüber holen. Aber da sagst du genau das Gleiche. Oh. Du sagst einfach genau das Gleiche. Geil. Geht's? Ja, warte. Dann ist Bas erstmal weggerannt. Aber wieso lässt man auch sein Pferd da so eingepackt stehen, so wie so ein Auto? Ja, Handbremse anziehen, hat sie wohl vergessen. Spannend, Hella.
Mega spannendes Video, wie Gollum hier geduscht wird. Das wollen wir alle sehen. Hä, hey, ja. Okay. Die Pferdchen sind jetzt abgespritzt. Und jetzt fahren wir. Was ist mit das hier los? Das hier sieht irgendwie richtig fertig aus. Aber ja, es war so heiß, du kannst dir nicht vorstellen. Wir sind wirklich dehydriert. Ja. Es war so warm und wir hatten so Durst. Ich glaube aber, wenn Hella ihren Helm abnehmen würde, würde sie wahrscheinlich genauso aussehen. Ja. Nach Hause, wie spät ist es jetzt eigentlich? 10 nach 4, ich glaube 10 nach 4 oder so. 10 nach 4? Ganz gut in der Zeit. 10 nach 4, guck mal, dann sind schon, seitdem ihr losgefahren seid, 2 Stunden vergangen. Das heißt, an dem Tag kannst du gar nicht 2 Stunden pro Pferd gebraucht haben. An dem Tag hast du mindestens 3 bis 4 ja, Stunden für ein Pferd. Ja, aber die Fahrt muss man abrechnen. Ach so, stimmt. Die wird auch dann im Leben nachher von der Uhr abgezogen. Hast du an dem Tag dann 1 Stunde mehr Zeit. Also du hast an dem Tag 25 Stunden, weil die Fahrt, die wird abgezogen. Ja. So ist es. Hä, was ist das für eine Logik? Weißt du, mir geht es ja darum, wenn du das Haus verlässt, bis du wiederkommst, gehen 6 Stunden verloren. Ich ja, aber ich dachte nicht gerade, wie schnell waren wir? Also innerhalb von 2 Stunden mit Fahrt, mit Training, ja, mit nur die Pferde Fahrt, fertig die Pferde machen und so. Also das war ja schon mordschnell. Hä? Um 14 Uhr seid ihr losgefahren. Ach ja, 14 stimmt. Uhr. Gut. 16.10 Uhr wart ihr fertig mit Pferdeabspritzen. Okay, doch nicht so schnell. 2 Stunden und 10 Minuten und ihr seid noch nicht mal nach Hause gefahren? Also es ist ein bisschen langsam, muss ich sagen. Ja, boah, ich sterbe gleich. Wir haben uns einfach nichts zu trinken. Nein, bitte stirb nicht, Hella. Danke. Mitgenommen, was dachten wir uns dabei? Wir holen uns jetzt einfach mal Wasser aus der Leitung und werden... Ihr hättet doch auch gerade einfach aus dem Schlauch trinken. Kannst du bitte nicht bei solchen Standbildern anhalten? Das geht gar nicht. Oh, wunderschön. Oh, Hella. Ja, das dann irgendwie weiter in eine Plastikflasche aus meinem Auto füllen und dann können wir auch was trinken, weil wir dehydrieren hier fast bei dem heißen Wetter. Aber wir haben das Training auf jeden Fall schon mal überlebt. Und Gollum kommt auch mit rein. Oh. Was machen die Pferde da immer? Wirklich, warum beißen sich Pferde so? Ja, Barnes macht das immer. Der ja, ist wieso richtig frech. Wieso? Weiß ich nicht. Ist das so ein Machtspielchen oder so? Keine Ahnung. Mach ich bald auch bei Hella, wenn wir dann wieder nebeneinander sitzen und Video kommentieren. Oh, irgendwann so. Bitte nicht. Aber ich muss kurz erwähnen, wie gut Gollum auf den Anhänger gegangen ist. Das war sehr gut. Also, sehr schön, dass du das auch mal siehst. Training zahlt sich da aus. Training zahlt sich aus. Die ganzen Moneten, die wir abdrücken an Mathis. Wir haben uns jetzt erstmal hier so... Guck, da ist auch ein Vogelnest auf dem Kopf. Da kann der Vogel einziehen, der am Anfang aus dem Nest gefallen ist. Das ist wirklich eine Frechheit. Es ging nicht anders. Meine Haare wirklich, ich habe so halt geschwitzt, weil es so warm war. Und dann ja, der Vogel wahrscheinlich auch. Deswegen ist er aus dem Nest rausgesprungen. Was macht Lucy? Sie tut den da wieder ins Nest rein, der arme Vogel. Weißt du, er dachte so, oh, frische Luft. Und dann kommt Lucy und tut ihm wieder... Der Arme, der ist da rausgefallen. Das ist wie, wenn du im Winter, nee, im Sommer, im Hochsommer, in deinem heißen Bett liegst mit einer Winterdecke. Och, zu schlimm. Und dann gehst du aus dem Bett raus und deine Mutter nimmt dich und fesselt dich wieder ans Bett und tut die Decke wieder auf dich drauf. Dann denkst du dir einfach, ich wünschte, ich würde in den Nest von Hellas Kopf leben. Da ist ein bisschen mehr frische Luft. Das ist langsam echt eine ganz komische Vorstellung. Ich hoffe, niemand wohnt in meinem Vogelnest. Naja, der wohnt hier drin. Weiter, okay. Mach lieber mal weiter. Pieps. 2 leere, oder hier ist nur noch ein Rest drin, Wasserflaschen geschnappt und werden uns jetzt erstmal was zu trinken holen, weil wir dehydrieren hier gerade. Boah. Esmir. ASMR. Nee, wie heißt das? Asmir heißt das doch. Glück. Dieses Geschlürf daher von dir, das will keiner hören. Das will keiner hören. Aber sie scheint mir. Aber wieder ein wunderschönes Standbild, was wir hier auch haben. Ach, hör auf, mach weiter. Aus. Man kann sich nicht vorstellen, wie gut das gerade tut, dieses Wasser zu trinken. Aber das ist wirklich so, wenn man so richtig Durst hat und dann endlich Wasser hat, das ist das beste Gefühl in der Welt. Also ja, am besten wirklich noch so kaltes Wasser. Ja, ich habe das auch richtig kalt gemacht. Und wirklich, ihr könnt euch du hast das kalt gemacht. Ich habe 5 Liter Wasser erstmal getrunken aus dieser Leitung. Danach hatte sie so einen Babybauch. Ein Wasserbauch, hallo? Ja. Oh. Allgemein ist hier gerade im Klo so schön. Was? Es war richtig kühl im Klo. Es ist hier im Klo so schön, dachte ich. Sag's. Es ist hier im Klo so schön, aber da kommt noch ein Kühl hinterher. Oh mein Gott, warum nimmst du immer auf dem Klo solche Sachen auf? Das fragt man sich. Kühl, das tut richtig gut. Wieder zurück am Stall angekommen. Barney lassen wir jetzt einfach direkt bei der Weide hier wieder raus. Für Gollum geht's jetzt natürlich nochmal.
Das ist effizient, Hella. Das ist sehr effizient, einfach direkt zur Weide zu fahren und das Pferd da abzuladen und direkt auf die Weide zu stellen. Mhm. Muss nicht hin und her laufen. Wow. Props. Props an euch, dass ihr nach 4 Stunden mal auf so eine Idee kommt. Respekt. Ein bisschen weiter. Oh Gott, der pinkelt erstmal. Der Arme, wieso filmst du das und sagst dabei, wie süß? Irgendwie sieht das richtig süß aus, wie er da steht. Ach, das ist einfach nur komisch, Ella, der Arme. Wieso hat er noch seinen Halfter und Strick um? Ich glaube, Tasse hat ihn da einfach hingestellt. Aber das ist ja noch nicht die Weide. Er kommt ja dann erst nach da hinten auf die Weide. Ach so. Das ist nur so ein Vorbereich. Ach so. Läuft er da selber hin? Nein, sie führt ihn da einfach hin und macht dann das Halfter auch ab. Also doch nicht direkt an der Weide geparkt? Doch, direkt an der Weide. Schau mal, dahinter siehst du den Zaun, da ist die Weide. Ach so. Also nur 2 Meter weiter und dann steht auf der Weide. Süß. Wollen wir da lang? Lass uns da lang gehen. Wir haben uns jetzt die Ponys geschnappt oder das Pferd und das Fett. Oh, Tasja sieht auf einmal ganz anders aus. Das ist nicht Tasja. Ach so. Wir sind dann schon wieder zu uns an den Stall gefahren, haben den Hänger noch weggebracht und haben schon alles ready gemacht. Dann habe ich mir Mopsi geschnappt nämlich. Also ich würde jetzt mal schätzen, es sind jetzt so 4 Stunden vergangen. Wirklich. Leute. Ja, kann sein. Ja, nach einem Pferd. Ein Pferd. Mit Valentino habe ich auch nicht so viel gemacht. Ja, und? Tag, aber wenn du mit beiden... Ich verschluck mich hier schon fast. Ach ja, okay, weiter geht's. Ja. Und werden jetzt eine Runde spazieren gehen, weil es ist uns einfach sonst viel zu heiß. Valentino ist natürlich auch ein Rappe und dann ist es doppelt heiß, glaube ich, für ihn. Ich habe mich ja heute auch komplett in Schwarz gekleidet und es war so warm. Also für die nächsten Tage wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Jule, du hast ja auch ein schwarzes Oberteil an. Ja. Yes! Das Tier kann auch traben. Der hat auch abgenommen, oder? Ja, finde ich auch. Leute, Valentino hat echt abgenommen, oder? Ja, also, glaub ich, er ist richtig schön sportlich geworden. Ja, jetzt, wenn das Winterfell bald wieder kommt, dann kann es sein, dass er dann wieder ein bisschen dicker aussieht. Aber ich muss sagen, jetzt war ich ja auch oft weg und so. Man sieht das dann schon immer direkt bei ihm, dass das Training so ein bisschen nachgelassen hat. Aber jetzt wollen wir wieder voll durchstarten. Okay. Wir machen momentan alle Leute Komplimente für die tolle Figur von Valentino. Denn im Winter ist er halt echt immer so ein bisschen dick. Aber das liegt auch echt am Fell, weil das da so total lang ist. Ja. Und wow, du sagst genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich fühle mich gerade wirklich wie so ein Pferdeprofi. Einfach Gedankenübertragung. Einfach ein Pferdeprofi bin ich. Von mir damals und dir jetzt. Oh mein Gott, als hätte ich das Video schon mal gesehen, Leute. Aber ich habe es nicht Vor allen Dingen damals, das ist so 2 Wochen her. Ja. Im Sommer ist er jetzt echt schön schlank geworden. Ich bin auch gestern mit ihm übers Stoppelfeld gefetzt. Es war halt nur nice. Ich kann euch hier mal einen Ausschnitt davon einblenden, deshalb darf der heute auch so frei haben, also ein bisschen spazieren ist ja jetzt nichts Großes, aber dann ist er auf jeden Fall ein bisschen bewegt. Wir sind jetzt auf dieses mega nice Stoppelfeld hier gegangen, da war ich auch gestern mit Valentino nämlich beim Kutschefahren. Und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt einfach mal mit Valentino hier so ein bisschen rüberrennen werde. Ich habe irgendwie voll Lust da drauf, aber wahrscheinlich werde ich hinfallen. Ich renne jetzt hier rüber. Ich habe mir das jetzt überlegt, ich werde jetzt hier rüberrennen, Leute. Ich finde das voll toll. Okay. Lass mich, bitte. Ich bin gespannt auf die Aufnahmen, wie Hella darüber rennt. Ich hab's nicht in Slow-Motion losrennt und du hinterher fliegst so. Hallo, das hat voll gut geklappt. Ja, also. Stellt es euch einfach vor, als hätte es nicht geklappt, das wäre lustiger. Nein. Wie in der Halle damals, wo sie hinterhergezogen wurde und dann so richtig schön über Stoppelfeld fliegen, so. Nein, nein. Okay, dann nicht. Nein oder so. Oder irgendein Fail wird passieren. Aber ich finde es eigentlich mega cool und deshalb machen wir das jetzt mal. Ich weiß, es war irgendwie echt ein bisschen komisch, aber ich hatte irgendwie richtig Lust in dem Moment, als ich dieses coole Feld gesehen habe, da einfach rüber zu rennen. Das ist Joggen. Das ist. Ja, mal gucken. Es wird noch schneller. Hä? Oh mein Gott, diese Kamerafrau war ja übertrieben schnell. Sie stand auf einmal wieder vor euch und hat euch gefilmt. Krass. Jule, wie schnell kannst du rennen? Ach so. Ich dachte, sie wäre so vor euch gerannt, hätte euch überholt und hat dann weitergefilmt. Nein, also seid ihr nicht die ganze Zeit gerannt, sondern habt auch mal umgedreht. Ja, genau, umgedreht und dann wieder in die Richtung gerannt. So funktioniert das also, okay. Voll motiviert. Ich kann ihn. Hella so einmal hin und her gerannt. Das war voll anstrengend. Ja. Auf diesem Feld. Halt so anstrengend, diese zweimal hin und her laufen. Wir sind
fertig. Vor allen Dingen, meine Teile können halt noch locker viel weiter rennen. Und ich so, wir sind fertig. Wir sind wieder angekommen. Jetzt fülle ich nur noch schnell das Wasser hier bei den Ponys auf. Tschüss, Jule. Jetzt fülle ich hier nur noch schnell das Wasser auf. Lass es einfach unkommentiert. Besser ist. Hör auf, wie muss ich eigentlich schlagen? Aber die Kopfhörer sind im Weg. Ich weiß nicht. Vor allen Dingen habe ich hier jetzt richtig eklig so Dreck an der Seite. Nein, nicht hier, sondern so, im damaligen das, Ich. Ach so. Wovon? Von Valentino. Er hat mich hier richtig angesammelt oder so. Siehst du das nicht? Hier ja, an der Seite. Aber okay. Wasser läuft schon über. Das ist Wasserverschwendung, Anna. Hallo, das ist nur kurz übergelaufen. Ja. Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Aber die Pferde denken sich jetzt bestimmt auch, sie haben richtig Durst und freuen sich auf dieses kalte Wasser und dann trinken die auch 5 Liter. Deswegen ist Valentin dann wieder dick, weil er 5 Liter getrunken hat. Über zu viel Wasser. Heu ist auch aufgefüllt worden vom Stall. Sehr gut. Und jetzt sie. Das ist an ihrer Wange, das sieht halt wirklich so aus wie so. Einfach nicht hinschauen, nee, einfach nicht hinschauen. Einfach wegschauen. Ich Gollum nur noch schnell sein. Hör auf, ich weiß, ich hab das nicht gemerkt in dem Moment, dass so, ich da dran kam. So misslungene Schminke, wenn man versucht hat, sich zum ersten Mal zu schminken, weil es einfach nichts wird. Valentino-Schminke. Ja. Schlafanzug an. Ich glaube, ich habe hier Dreck. Valentino hat mich so abgeknutscht. Ja, bestimmt hat er dich abgeknutscht. Ich muss nicht selbst das ausdenken, dass das Pferd mich anknutscht. Jetzt ziehe ich Gollum nur noch schnell den Schlafanzug an. Leute, übrigens, ja, das ist natürlich kein Schlafanzug. Also nicht, dass irgendjemand das wirklich denkt. Ich habe irgendwann mal auch immer jetzt dazu irgendwie Schlafanzug gesagt. Es ist eine Eczema-Decke. Ja. Und wofür ist die Kannst da? Kannst du bitte weitermachen? Ich sehe schon wieder schlimm aus. Das ist nice, dieser Astronaut. Okay, jetzt bin ich auf dem Rückweg aus dem Stall. Ich habe mich tatsächlich gerade noch echt verquatscht. Schlimm, dass ich das gesagt habe. Irgendwie wirklich, als ich das gefilmt habe, ist mir das gar nicht so aufgefallen. Aber jetzt, wenn ich mir das ganze Video nochmal anschaue, dann ging mir so, was war eigentlich das mit mir? Das ist hier wie beim Psychologen. Hier guckt man sich mal sein eigenes Verhalten an und dann sieht man mal, dass du dich jetzt schon dreimal verquatscht hast. Nein. Und die Dunkelziffer, Leute, die liegt viel höher. Weiß gar nicht. Die Dunkelziffer. Ja, wie oft sie es nicht erwähnt hat, dass sie sich verquatscht hat. Wahrscheinlich hat sie sich mit dem Vogel von nebenan auch noch verquatscht. Nein. Ja, ja, genau. Das war mit Frauke, das weiß ich ja noch. Ja, guck. Aber dreimal schon. Dreimal eine halbe Stunde sind schon anderthalb Stunden extra. Ja. Ah, oh, dass mir sowas immer passiert. Ist jetzt halt schon halb und... Halb was? Ich weiß es nicht. Ja, ist doch besser so. Ist schon halb. Übrigens ist 3 Tage später jetzt um halb. Keine Ahnung was. Aber es sind 3 Tage vergangen in der Zwischenzeit. Meine Eltern hatten mich eingeladen zum Grillen und oh, jetzt bin ich schon wieder so super spät dran. Das muss natürlich passieren. Okay, Tom, ich gebe dir recht. Ich habe mich heute verquatscht, aber das war jetzt auch nur einmal, ganz ehrlich. Das ist einfach bitte unkommentiert. Einfach, Tom, ich gebe dir recht, wo ich einfach schon wusste, dass du das sagen wirst. Ja, guck, und du machst auch gerade den Finger so, als wenn du gerade dir so selber einen Vogel zeigen willst. So. Nein. Nein. Nein, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich jetzt auch schon einfach das Video. Ich setze mich noch schnell ins Auto, denn jetzt süße ich da direkt hin. Das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Ich würde mich... Also ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Es war sehr amüsant, dir mal den ganzen Tag im Stall zuzugucken. Ich hätte es mir ein bisschen ausführlicher gewünscht, muss ich sagen. Das war viel weggeschnitten, so geheime Sachen, die man nicht sehen durfte. Zum Beispiel, worüber quatscht ihr? Nimm mal deine Gespräche auf. Hallo? Einmal sagt er, mich interessiert das nicht, ihr redet über unnötige Sachen und dann nimm mal deine Gespräche auf. Okay, doch, das hast du heute gesagt. Mit der Reithose von Tanzja. Ich mach den Barney. Okay, naja, aber es war ein cooles Video, vor allen Dingen, wie geil Gollum da noch gesprungen ist. So, ne? Aber mal gucken, was du noch so zu sagen hast. Okay, mach weiter. Richtig doll über einen Daumen nach oben freuen und vor allen Dingen das Abonnieren nicht vergessen, denn bei 500.000 Abonnenten kauft Tom mir einfach noch ein weiteres Pferd. 500.000, du hast jetzt 150.000, das ist mehr als das Dreifache. Kann man erreichen, würde ich sagen. Guck mal, du hast dafür jetzt 2 Jahre Nichts gebraucht. Nichts ist unmöglich. 2 Jahre hast du dafür jetzt gebraucht, das heißt nochmal 2 Jahre und nochmal 2 Jahre und nochmal also ein bisschen. Also ich sehe dein Konto schon im Minus. Ah,
Als wenn du dir das Pferd dann aussuchen kannst. Doch. Ja. Natürlich. Und das wollen wir ja alle erreichen. Also ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn es dazu noch irgendwann in diesem Leben ja hinkommen wird. Es war immer noch ein bisschen unrealistisch, aber vielleicht schaffen wir das ja einfach. Es wäre auf jeden Fall... Höre nie auf Malz zu träumen. Was war das denn sonst? Sag lieber nochmal. Höre niemals auf zu träumen. Lass mich einfach. Nein, warte, wenn alle abonnieren würden, dann hätten wir schon locker 500.000. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Nein, Leute, wirklich, denkt an eure Träume und... Abonnieren nicht vergessen. Ja, das auch. Ich wollte gerade sagen... denkt an eure Träume. Ja, und verwirklicht so, eure Träume. Genau. Also glaubt an euch. Und arbeitet hart daran. Glaubt an euch, Leute. Egal, was andere Leute sagen, an euch selber glauben. Einfach Poet, Tom. Ja. Wenn ihr mich als Lebenscoach... Oh, ist falsch! Oh mein Gott. Dann sagt Bescheid. Okay, weiter geht's. Mega cool. Bis dahin natürlich gesund bleiben. Tschüss! Hey, tschüss. Leute! Oh, jetzt fängt das wieder von vorne an. Tschüss! Nein, also... Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von Hellas Stallalltag haltet. Ist der realistisch? Ist das so wie bei euch auch? Braucht ihr noch länger? Braucht ihr noch kürzer? Würdet ihr es überhaupt schaffen, so in eurem Leben, wenn ihr jetzt nicht zwei Pferde gerade habt, würdet ihr es dann überhaupt schaffen, so lange im Stall zu verbringen? Oder was würdet ihr ändern? Oder was würdet ihr genauso lassen? Aber ich was sollen die Leute alles bitte in die Kommentare schreiben? Ey, Leute, schreibt also, einfach wer hat sich das jetzt alles ganze gemerkt? Lebensgeschichte in die Kommentare. ja, genau. Ich kann nicht mehr. Viel Spaß an meinem Kommentare lesen. Das sind dann solche ewig langen Texte. Das ist bestimmt irgendwo eine Anzahl an Ziffern, die man eingeben kann. Nein, ich laber jetzt hier schon wieder so viel. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Video anzugucken. Kannst du gerne mal öfters machen. Vielleicht nochmal ausführlich, habe ich schon gesagt. Ich fand's mega witzig. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, Grüße gehen raus an den Vogel. Ich hoffe, dir geht's gut. Abonnieren nicht vergessen. Und bis dann. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss.